Dem stimme ich eindeutig nicht zu, denn ich glaube, genau diese sozioökonomische Durchmischung, und ich glaube, dass das auch wichtig ist, gemeinsame Klassen hier aufzubauen, wo es vielleicht keinen überwiegenden Anteil in die eine oder andere Richtung geht. Ich glaube, dass das dann für Fachpersonal, für Lehrerinnen und Lehrer vor allem schaffbar ist. Und das bestätigen mir Lehrer auch in persönlichen Gesprächen. Aber natürlich in einem überwiegenden Anteil von Menschen oder Kindern mit Migrationshintergrund, dass das dann problematisch wird im Unterricht, das ist gar keine Frage. Aber deswegen würde ich trotzdem nicht vorziehen, wieder zu ghettoisieren und einen eigenen Klassenverband, eine Parallelstruktur zum normalen Bildungssystem aufzubauen. Davon halte ich nicht viel.